Ja, hallo, Michael Kurz oder Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute haben wir die geheime Formel der Frugalisten. Wie geil ist das denn, bitteschön? Es gibt eine geheime Formel. Also, die meisten Frugalisten haben ein Business technisch eine Klatsche. Die wollen bis 30 arbeiten, wollen auch nicht zu viel verarbeiten und dann halt sehr sparsam leben und dann in Armut überleben. So ungefähr, ja, nicht böse sein, ne, liebe Frugalisten. Aber statt Gas zu geben, ein großes Vermögen aufzubauen und dann davon zu leben, nein, lieber alles absparen vom Mund und in Armut leben. Und dann überqueren sie die Straße, werden umgefahren und haben eigentlich gar nichts, ne? Ganz, ganz böse gesagt. Okay, wir schauen uns das jetzt an. Nochmal mein Kanal, Michael Kurzer von 0 auf 6 stelle ich. Da bist du jetzt gerade. Hey, schau dir gerne die Videos an der letzten Tage, Wochen und Monate. Auch meine Live-Videos. Ja, ich gehe jetzt wieder live. Zweimal die Woche gehe ich live. Und du kannst dabei sein. Dienstags 18 Uhr und samstags 18 Uhr. Das ist geil. Ja, deshalb abonnieren und auch die. Hallo? Habe ich doch gesagt, die Glocke hier aktivieren. Geht das wieder? Das muss man wieder lauter machen. Nochmal. Geht doch. Und jetzt starten wir einfach mal mit den Frugalisten. Also wir, liebe Frugalisten, nicht ganz so ernst nehmen, aber ja, ein bisschen mehr Gas geben und dann zu sagen, oh ja, ich speiere jetzt alles und so. Warum nicht versuchen, seine Einnahmen zu optimieren und mehr Geld zu verdienen? Okay, schauen wir mal an. Gibst du auch manchmal zu viel Geld aus und ärgerst dich dann danach? Zu Recht. Spontankäufe sind langfristig extrem teuer. Wie du sie vermeidest, wie dir der Latte-Faktor dabei hilft, deine Ziele zu erreichen. Spontankäufe vermeiden auf jeden Fall. Definitiv. Und auch Ziele setzen. Wenn du in meiner Telegram-Gruppe bist, nein, du bist noch nicht in meiner Telegram-Gruppe, unten in der Beschreibung ist der Link. Da habe ich zum Beispiel jetzt mein iPhone 13. Ich wollte mir ein iPhone 13. Das letzte iPhone ist das iPhone 10. Das ist jetzt Akku und ja, Lautsprecher und so weiter sind jetzt alles schon so ein bisschen aufgenudelt. Aber ich habe mir kein iPhone 11 geholt, kein iPhone 12. Das iPhone 12, dafür habe ich Apple-Aktien gekauft. Jetzt beim iPhone 13 habe ich das so gesagt, ich habe mir ein Ziel gesetzt, 10.000 Follower bei TikTok und dann kaufe ich mir das. Erst das Ziel setzen, 10.000, ich bin jetzt bei keine 6.000 Follower, 5.000 so und so viel. Und ich dachte mir so, warum soll ich jetzt dahin rennen? Ich will erst dieses Ziel erreichen und dann belohne ich mich mit iPhone 13. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen mehr arbeiten, damit ich auch dieses iPhone, damit ich mich nicht selbst bescheiße. Also, so habe ich mich committed, ein Ziel gesetzt und erst wenn ich das Ziel, darf ich mir das leisten. Ja, ich hätte es mir sofort kaufen können, aber nein, warum denn? Und welche weiteren Spartricks von Frugalisten du unbedingt kennen solltest, zeige ich dir in diesem Video. Bleib dran. Aber hoffentlich kommen da nicht so Spartipps, hey, du nimmst das Nudelwasser und dann sparst du das Wasser, dann kochst du damit noch Kaffee oder so. Hoffentlich nicht so scheiß Spartipps. Willkommen zurück. Wenn du mehr Lust auf Geld verdienen, Geld sparen oder Geld investieren hast, dann lass mir gerne ein Like oder ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Jeden Sonntagvormittag erscheint ein neues Video auf diesem Kanal. Okay, die Qualität sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Also die Stadt finde ich cool. Aber ist bestimmt eine Vorlage. Aber trotzdem, ist trotzdem cool gemacht. Aktiviere jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke. Und jetzt zeige ich dir, durch welche Tricks Frugalisten im Alltag eine Menge Geld sparen. Viel Spaß! Frugalismus ist eine Lebensphilosophie. Was macht dich wirklich glücklich im Leben? Möchtest du unabhängig und finanziell frei sein und dadurch ein selbstbestimmtes Leben führen? Dann ist Frugalismus vielleicht genau das Richtige für dich. Ich bin aber auch so frei und kann ein selbstbestimmtes Leben führen mit Affiliate-Marketing und Online-Marketing und kann mir trotzdem ein Paket Lachs leisten oder nächstes Jahr ist schon, also übrigens, ich bin jetzt gerade mal eben nur in Südfrankreich, aber 2 Wochen New York, dann geht es 1 Woche Miami, 1 Woche Las Vegas, 2 Wochen LA und eventuell 1 Woche San Francisco. Also, ja. Ist so. Man kann auch mehrere Sachen auf einmal machen. Ne? Deshalb finde ich das so ein bisschen. Und wenn du mehr über mein Leben erfahren willst, mein Webinar, das verlinke ich dir. Erster Kommentar. Gratis Training. Dort erzähle ich dir, wie ich es geschafft habe. Ja, in 5 Monaten vom Flaschensammler in Berlin. Ja, ich war Flaschensammler in Berlin. Nein, und das ist kein Scherz. Nein, ich habe wirklich fast 1 Jahr, vielleicht auch über 1 Jahr Flaschen gesammelt in Berlin. Und war dann sogar obdachlos. Ich habe in meinem WG-Zimmer gewohnt und da wurde ich gekündigt. Kein Scherz. Und meine ganze Geschichte erfährst du hier. Gratis. Melde dich an. Erster Link, erster Kommentar. So.
Bevor wir uns anschauen, was dich aktuell noch am regelmäßigen Sparen hindern könnte, schauen wir uns an, nach welchen Regeln Frugalisten sparen. Du musst wirklich kein Albert Einstein sein, um zu erkennen, dass du deine finanzielle Freiheit viel schneller erreichen kannst, wenn du weniger Geld ausgibst. Danach zeige ich dir die 173. Ja, und du musst auch kein Einstein sein, um zu wissen, wenn du den Baustein hast, du gibst weniger Geld aus, aber verdoppelst und verdreifachst auch deine Einnahmen, dass du dann noch schneller zum Ziel kommst, verstehst du? Und die Frugalisten vergessen immer, die Einnahmen zu verdoppeln, verdreifachen und verzehnfachen. Ja, und ich habe schon vor Jahren 2015 habe ich Flaschen gesammelt, 2017 das erste Mal 1000 Euro am Tag gemacht. Da war ich im Bus in L.A. und bin von Santa Monica nach Malibu gefahren und gucke auf mein Handy, über 1000 Euro gemacht an einem Tag. Ja. 70 und die 752 Regel. Diese Regeln zu kennen und umzusetzen, hat mir extrem geholfen auf meinem Weg. Aber zunächst zum Frugalismus. Welches Ziel haben Frugalisten und wie möchten sie es erreichen? Das große Ziel ist die finanzielle Freiheit. Viele Frugalisten haben eine Sparquote von 50% oder mehr. Sie sparen... Dadurch, dass ich eine hohe Einnahmen habe und trotzdem jetzt nicht das Geld raushaue ohne Ende, habe ich teilweise auch 80% Sparrate. Einfach nur, weil ich natürlich meine Einnahmen erhöht habe. Wenn du natürlich nur 1200 Euro verdienst oder rausbekommst oder so, wird es schwierig, ist einfach so. Wow, ich verstehe es nicht. Okay. Also mindestens die Hälfte ihres Einkommens. Um ihr Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, wenden Frugalisten die 4%-Regel oder auch die 25er-Regel genannt an. Nach dieser hast du es geschafft, wenn du jährlich nur 4% deines Vermögens ausgeben musst. Um dies zu erreichen, sparen Frugalisten das 25-fache ihrer Ausgaben des gesamten Jahres an. So könntest du mindestens 30 Jahre lang davon leben. Und das ist die erste Lüge, erste Bullshit. Was ist denn, wenn die Inflation noch größer wird? Also jetzt gerade haben wir vielleicht in Deutschland und Europa, also hier in Frankreich geht es noch. Die Preise waren ja sowieso für ein paar Sachen teurer und das hat nicht so viel angezogen. Aber ich glaube, in Deutschland sind viele Sachen echt teurer geworden. Und du weißt nicht, was die nächsten 25, 30 Jahre ist für die Inflation. Schauen wir einfach mal so Amerika an. Die Inflation hat da echt sehr oft zugeschlagen und so weiter. Also gerade so 70er, 80er Jahre und so weiter. Und deshalb, das ist die erste Lüge, du weißt gar nicht, wie viel Geld du brauchst. Deshalb lieber eine Million mehr und du lebst entspannt dann halt, wenn du dann halt was erarbeitet hast. Wie dann, du weißt es nicht. Es könnte auch sein, dass ein Brot 20 Euro kostet in 10 Jahren. Ey, sorry, was kostet jetzt ein Brot in Deutschland? Was kostet ein Brötchen in Deutschland? Was kostet eine Kugel Eis? Rechne das mal in D-Mark um und hättest du zu D-Mark-Zeiten gesagt, dass in 20 Jahre später eine Kugel Eis so teuer ist? Also hier in Frankreich kostet manchmal eine Kugel 2,50 Euro. Ich habe auch schon eine Kugel für 3,50 Euro gesehen. 3,50 Euro, 7 Mark eine Kugel Eis. Ja, das war, wenn du dann halt irgendwo gearbeitet hast, war 7 Mark schon der Anfangsstundenlohn fast. Also bitte erzähl mir nichts irgendwas von Inflation und dass du weißt, was die Nahrungsmittelkosten oder so. Oder die Leute, die in Berlin gewohnt haben, wenn du dann halt vor 20 Jahren mit der Miete in Berlin und den Nebenkosten, Stromkosten vor 20 Jahren und hast du gesagt, oh ja, damit komme ich ja aus. Ja, dann bist du aber jetzt angeschissen. Deshalb lieber ein bisschen mehr Geld haben, wie dann halt so sparsam zu leben. Warum nicht Einkommen erhöhen? Ich sage es immer wieder. Mit guter Rendite sogar ein Leben lang. Hier mal ein vereinfachtes Beispiel. Angenommen, dir reichen 1.000 Euro im Monat zum Leben. Das wären dann 12.000 Euro im Jahr. Demnach... Ja, das reicht dir heute. Heute schaffe ich auch noch zu überleben. Für 1.000 Euro manchmal. Jetzt hier das Apartment, wäre das dann schon... hätte ich das schon, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ob ich das in 10 Jahren noch 1.000 Euro oder ob ich 2.500 Euro brauche zum Leben, das weiß doch keiner. Deshalb ist diese Rechnung Bullshit, liebe Frugalisten. Ich muss es einfach mal sagen. Schreibt mal bitte einen Kommentar, ob ich recht habe oder ob ich auf jeden Fall in die richtige Richtung bin. Du weißt nicht, was es kostet. Was es kostet. Ich glaube, in Deutschland kostet ein Brot manchmal, ein frisches Brot, auch 4,50 Euro oder so. Das sind 9 Mark für ein Brot. Was vorher auch mal 1,99 gekostet hat, so ein Steinofenbrot, 250 Gramm oder so. Ich kenne das. Also so Berliner oder so in Deutschland. Ab und zu bin ich ja noch in Deutschland. Und 1,20 ein Berliner. 1,20 Euro ein Berliner. Wo ich ein kleiner Bub war, gab es in der Innenstadt manchmal so frische Berliner gemacht. Weiß ich noch.
Da hatten die dann halt so ihre große Wanne mit Öl und haben die Berliner frisch gemacht. Da haben 10 Berliner 1,99 Mark gekostet. Also war natürlich ein Lockangebot. 1,99, 1,99 Mark. Und heute kostet einer mehr, weil 1,20 € für einen Berliner sind wie viel? Mindestens mal 2,10 € oder so, also 2,10 Mark. Also ne, verzehnfacht hat sich der Preis eigentlich dafür. Und viele andere Sachen auch. Ergibt sich aus dem 25-fachen Betrag dieses Jahresbedarfs eine Summe von 300.000 Euro, die für das restliche Leben sozusagen als Rente benötigt wird. Woher nimmst du das Geld zum Sparen? Dann musst du noch die Grünen wählen oder so, die dann noch eine Vermögensabgabe machen und dann, oder beziehungsweise auch die 300.000 Euro, je nachdem, natürlich kannst du es in Aktien anlegen, kriegst du noch eine Dividende und so, aber du hast ja vielleicht auch ein bisschen Geld als Rücklage und so und dann kommen noch Minuszinsen oder so. Oder, das heißt ja jetzt nicht, teilweise nicht Minuszinsen in Deutschland, das heißt ja Entgelt, Geldaufbewahrungsentgelt oder so etwas. Du könntest dein Einkommen erhöhen, also zum Beispiel dich weiterbilden oder meine Videos anschauen, das Gelernte umsetzen und dadurch mehr Geld verdienen. Das ist Dies ist gut. jedoch eine mittel- bis langfristige Aufgabe. Du kannst aber schon jetzt anfangen, deine Ausgaben zu reduzieren und zu sparen. In den Naja, du kannst auch jetzt morgen oder heute zum Chef hingehen und sagen, ich möchte eine Gehaltserhöhung. Der Arbeitsmarkt ist so gut. Ich würde natürlich vorher gucken, hey, habe ich wirklich die Chance, irgendwo anders einen Job zu bekommen? Und ich habe einen Kollegen, der ist einfach nur hingegangen zu seinem Chef. Und hat gesagt, hier, Chef, ich brauche ein Arbeitszeugnis, ich möchte mich woanders bewerben. Ohne ein Wort hat er auf einmal ein paar Euro pro Stunde eine Erhöhung bekommen. Weil der Chef sowieso schon Arbeitskräfte gesucht hat, richtig viel Geld ausgibt für Arbeitskräfte zu suchen und dann will sein bester Mann noch abhauen, hat er so von ein paar Euro pro Stunde Gehaltserhöhung bekommen, nur für das Arbeitszeugnis anfragen. Ja. Also, ne, labert nicht, das kannst du sofort morgen machen, wenn du einen Job hast. Sagen, hier, Chef, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ja, ich habe da, jemand hat mich auf LinkedIn angeschrieben, ich habe da drei Jobangebote oder so. Natürlich, vielleicht auch vorher erkundigen, hey, suchen welche in deiner Branche, in deiner Region gerade Leute und so. Aber du kannst sofort, ja, eine Lohnerhöhung raushandeln. Und wenn der Chef sagt, nein, dann gehst du wirklich. Gehst du wirklich. Es gibt doch genug Jobs. Gerade wenn du Facharbeiter bist oder sowas. In den meisten Fällen ist das wesentlich effektiver. Klingt doch erstmal recht simpel. Warum funktioniert das Sparen dann bei vielen Menschen nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang? Dies kann mehrere Gründe haben. Vielleicht findest du dich hier teilweise wieder. Schreib es gerne in die Kommentare. Du machst dir kein Budget. Ein realistisches, wöchentliches oder monatliches Budget hilft dir, deine Finanzen besser im Griff zu haben. Damit riskierst du. Zum Beispiel, das mache ich so gar nicht. Das mache ich einfach nicht. Ich nehme diese Zeit einfach, um in mein Business zu investieren. Ich kann da lieber dieses YouTube-Video machen, wie mich um meine Finanzen kümmern. Dieses YouTube-Video verdiene ich ja viel mehr daran halt. Natürlich weiß ich im Hintergrund, hey, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe. Und ja, ich kaufe mir kein Gucci-T-Shirt oder sonst was und und. Ja, ich habe auch eine Rolex, aber trotzdem. Das ist eher so eine Mischung aus Geldanlage und einfach mal eine Belohnung für meine ganze Arbeit. Ja, also. Du nicht den großen Fehler zu machen, deine Ausgaben immer wieder an deine gestiegenen Einnahmen anzupassen. Steigt dein Einkommen, dann erhöhe deine Sparrate und nicht deine Ausgaben. Ja, Ein wirklich stimmt. sehr wichtiger Punkt. Du belohnst dich gerne mal und gönnst dir was. Belohnungseinkäufe sind langfristig extrem teuer. Dazu gleich mehr. Du denkst, Es kommt natürlich auch darauf an, was das für Belohnungseinkäufe sind. Ne? Zum Beispiel jetzt ein Smartphone neues, ich mache TikTok und alles Mögliche. Das ist jetzt nicht ganz verkehrt für die Arbeit. Ne? Und es ist auch nicht ganz verkehrt. Ich habe die Tage, hatte ich mein Handy dabei, war aufgeladen und dann war ich am Strand und so, habe ein paar Videos gemacht und so. Und um 12 Uhr war das Ding leer. Ja, ich habe mir jetzt eine neue Powerbank gekauft. Aber deshalb, also das neue iPhone 13, wenn das Akku länger hält und so, kann ich halt noch ein paar Videos mehr machen und habe ein bisschen mehr Spaß und so. Kann auch nur Musik hören oder so, muss nicht drauf achten. Hey, kann ich jetzt noch ein Video machen? Gestern Abend auch. Ich habe mir eine Pizza geholt, habe den Pizzaladen gefilmt und dann wollte ich dann halt noch den Nachhauseweg so ein bisschen filmen für TikTok. Und dann war Akku leer. Hatte ich natürlich auch keine Powerbank dabei, weil ich ja nur eine Pizza holen war. Und deshalb macht sich das auch manchmal bezahlt, wenn du Business machst, dann halt dort rein zu investieren. Ne? Also lass dir auch nichts erzählen. Ja. Schulden seien normal.
Leider rutschen immer mehr junge Erwachsene in die Schuldenfalle. Das neueste iPhone, noch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder ein finanziertes Auto. Also auch das, wenn du Business machst, das neueste iPhone, auf jeden Fall ein gutes iPhone. Ja, eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, dann machst du was für deine Gesundheit. Also du musst es auch nutzen, ne? Also ich würde lieber sagen, Leute, gebt lieber Geld aus für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Und nutzt die auch, da machst du doch viel mehr für deine Gesundheit und für ein längeres Leben, dass du noch 20 Jahre länger lebst wie alles andere. Wenn du sie nutzt. Wenn du eine Chainhung bezahlst und gehst da nicht hin. Das ist natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, das ist natürlich Bullshit. Aber bitte, eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, das ist doch die beste Investition. Du bist hier bei McFit, zahlst 20, 30 Euro und kannst sogar in ganz Deutschland gehen. Du kannst in Venedig, Mestre gehen. Du kannst in Barcelona gehen. Du kannst in Madrid gehen. Leute, hä? Das ist eine gute Investition. Selbst bei einer 0% Finanzierung muss die Rate jeden Monat bezahlt werden. Sollte jetzt irgendetwas schiefgehen, steigen die Inkassoforderungen schnell ins Unermessliche. Ja, klar. Das Wichtigste. Das musst du natürlich kalkulieren, ne? Brauchst du das Auto überhaupt, ne? Oder reicht da nicht ein altes Auto? Zum Beispiel, ich habe ein Cabrio, habe ich mir gekauft. Aber ein älteres Cabrio, ne? Reicht auch. Ist aber ein Cabrio. Und es macht genauso viel Spaß wie ein nagelneues. Ja. Was ich dir hier mitgeben kann, mache keine Schulden, vor allem keine Konsumschulden, niemals. Sie sind eine Form der Selbstversklavung und das Gegenteil. Besonders, Cabrio hat 2 Jahre TÜV und wenn ich das dann in ein paar Monaten verkaufe und das ist immer noch ein Jahr TÜV, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich die gleiche Summe ungefähr wieder bekomme. Wenn das jetzt ein Neuwagen wäre nach einem Jahr, dann hast du schon ein paar tausend Euro richtig Verlust. Und ja, musst erstmal gucken, dass dir das jemand abkauft. Aber bei so ein altes Ding, in Anführungszeichen, ja, kriege ich ruckzuck mein Geld wieder. Ist eine gute Investition, finde ich. Ne? Ich habe meinen Spaß und so weiter. Ja, also muss man natürlich gucken. Ne? Ich wollte das jetzt gerade wieder, wir wissen, dass wir Zeit haben, nicht so viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und so. Teil von finanzieller Freiheit. Schulden machen dich wesentlich abhängiger von deinem Arbeitsplatz. Jetzt bloß nicht die Arbeit verlieren und immer beim Chef beliebt bleiben. Tu dir das nicht an und lege dir nicht selbst Steine in den Weg. Kommen wir zu den Belohnungs- oder Spontankäufen. Sie sind das Sinnbild für emotionale Käufe und werden deshalb auch gerne Impulskäufe genannt. Etwas hat dich getriggert und du musst es unbedingt kaufen, am besten noch heute. Die Falle? Meistens sind es diese Käufe, die du hinterher am meisten bereust. Auch wenn du noch so sparsam bist, kann es schwer sein, dieser Schwäche zu widerstehen. Darum zeige ich dir gleich ein paar hervorragende Möglichkeiten. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also bei mir ist es so, ich warte gerne 7 Tage. Und wenn ich das Ding in 7 Tagen immer noch haben will, dann kaufe ich mir das. Und ich brauche es immer noch, auch technische Sachen oder so. Aber manchmal so bei technischen Sachen und so ist es auch so, dann ärgere ich mich, warum habe ich das nicht 7 Tage vorher gekauft, weil ich diesen Adapter oder so brauche. Dann kaufe ich es auch sofort mittlerweile. Muss man einfach so sagen. Aber wenn ich das in 7 Tagen immer noch brauche und nütze ich es, ja. Von Frugalisten, wie du Spontankäufe vermeiden kannst. Nutze die 30-Tage-Liste und die 10-Minuten-Regel. Wenn du glaubst, etwas unbedingt zu brauchen, ein neues technisches Spielzeug, ein Handy oder teure Kleidung, dann schreib es zunächst auf die 30-Tage-Liste. Lege dir dazu eine Liste mit Datum auf deinem Handy an. Bei Amazon kannst du dir einfach eine Wunschliste anlegen. Jetzt musst du stark sein. Halte 30 Tage durch. Wenn du die Sache dann immer noch meinst zu brauchen, dann kaufe sie und fühle dich gut dabei. In vielen Fällen wirst du jedoch feststellen, dass der Wunsch doch nicht so wichtig war. So gibst du dein Geld nur noch für Dinge aus, die dir wirklich wichtig sind. Das gesparte Geld kannst du dann sinnvoll investieren. Nutze außerdem die 10-Minuten-Regel zu deinem Vorteil. Diese Regel. Naja, bei Amazon hast du ja sogar noch die gute Chance, das einfach zurückzusenden. Aber wenn du natürlich dafür auch zu faul bist, wenn du so nach 5 Tagen siehst, ich brauche es doch nicht. Und je nachdem, wie du das benutzt hast, ja, kannst du es einfach zurücksenden. Ne? Gefällt dir nicht. Ist natürlich noch ein guter Vorteil. Ja. Die Regel ist ideal für kleinere Anschaffungen, wie zum Beispiel für dein Zuhause. Mir fällt dazu spontan ein großer schwedischer Möbelhändler ein. Ich habe jetzt noch Teelichter für die nächsten 10 Jahre zu Hause. Wie nutzt du diese Regel zu deinem Vorteil? Hast du im Laden etwas gefunden, was du kaufen möchtest, dann begib dich nicht direkt zur Kasse. Schau auf deine Uhr und beschäftige dich 10 Minuten mit etwas anderem. Trage den Gegenstand eine Zeit lang mit dir, während du dich weiter im Geschäft umsiehst. Dein Unterbewusstsein. Auch wieder eigentlich eine bekloppte Regel, oder? Wenn ich 10 Minuten früher zu Hause bin oder so, dann verdiene ich mehr Geld wie alles andere, um das Ding auch zu kaufen.
Also ein bisschen Zeitverschwendung, also ein bisschen. Also ich finde, die Liste, ob das jetzt 7 Tage sind oder 30 Tage, ist okay. Aber normalerweise 7 Tage, wenn ich das nach 7 Tagen immer noch möchte oder so, dann ist das okay. Aber was, warum soll ich da 10 Minuten wahllos rumlaufen und so das Ding rumtragen und so? Was soll das? Ey, ich habe meinem Leben auch ein bisschen bessere Sachen zu tun, wie dann halt durch den Supermarkt zu laufen. Dann setze ich mich lieber am Strand oder sonst wohin. Also nee. Gewöhnt sich langsam an den neuen Gegenstand und der Reiz verfliegt. Oft ist dir bereits nach 10 Minuten die Lust daran vergangen und du merkst, dass du ihn überhaupt nicht brauchst. Mit diesen beiden Regeln hast du eine wirklich gute Möglichkeit, um kurzfristig Geld einzusparen. Jetzt zeige ich dir zwei Regeln, die dir helfen können, dich auch langfristig zum Sparen zu motivieren. Nutze die 173-Regel und die 752-Regel. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Manchmal kann es schwierig sein, sich über einen langen Zeitraum zum Sparen zu motivieren. Um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, hilft dir hier zusätzliche Motivation. Dafür haben die Frugalisten die 173 und die 752 Regel aufgestellt. Mit Hilfe dieser Regeln ist es für dich viel greifbarer, wie viel ein Konsumgut wirklich kostet. Nicht die paar Euro, die du heute ausgegeben hast, sondern viele tausend Euro in 10 Jahren. Dazu musst du nur deine regelmäßigen wöchentlichen Ausgaben mit 752 oder deine regelmäßigen monatlichen Ausgaben mit 173 multiplizieren. Das Ergebnis zeigt dir, wie viel du in 10 Jahren gespart hättest, wenn du heute verzichtest. Hier wird vorausgesetzt, dass du dein gespartes Geld auch regelmäßig investierst und dadurch eine Rendite von durchschnittlich 7% pro Jahr erzielst. 7% Rendite. Also ich hier investiere sehr, sehr gerne und ich finde das auch gut. Aber ja, es reicht dann auch immer. Irgendwann will man auch ein bisschen leben, diese Mischung aus bisschen leben, bisschen Spaß haben. Zum Beispiel wie ich mit den Reisen oder so. Weil ich kenne viele Leute, die auch so gesagt haben, oh, ich werde mein Leben genießen, wenn ich in Rente gehe und so. Und die das erste Rentenjahr gar nicht überlebt haben. Die sind einfach nach dem Job in den ein Jahr Rente so verfallen, dass sie gestorben sind oder gar nichts mehr machen konnten oder so. Also bitte, 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 einfach mal ein bisschen ne, diese Mischung. Oder du wirst überfahren oder sonst was. Oder du bekommst Corona und stirbst. Ist hoch, doch zeigt die Vergangenheit, dass dies zum Beispiel mit Aktien über einen längeren Zeitraum durchaus realistisch ist. Natürlich nicht konstant jedes Jahr, da die Kurse mal steigen und mal fallen. Hierfür eignen sich zum Beispiel ETFs. Schau dir dazu unbedingt meine ETF-Playlist an. Hier mal ein Beispiel für eine monatliche Ausgabe. Ein Auto kostet dich inklusive Wertverlust, Versicherung und Benzin rund 500 Euro pro Monat. Würdest du auf ein Auto verzichten, hättest du nach 10 Jahren 86.500 Euro, also 500 mal 173, mehr in deinem Depot. Die gleiche Berechnung. Ist auch wieder ein bisschen behindert, ne? Also irgendwas hast du ja mit dem Auto gemacht. Das Auto steht ja nicht nur bei der Tür. Vor der Tür, Entschuldigung, vor der Tür. Das steht ja nicht nur vor der Tür. Und wenn du denn ein Ticket kaufst für öffentliche Verkehr, wo auch ein bisschen flexibel ist, manchmal gibt es ja 9 Uhr Tickets oder so, bist du 100, 120 Euro auch nochmal los für öffentliche Verkehrsmittel. Aber nur dann halt meistens in deiner Wabe. Ne? Und wenn du dann halt aber vom Niederrhein nach Berlin fahren möchtest, alle 3 Monate oder so einen Ausflug machen oder so, oder nach Disneyland oder Phantasialand oder mal nach Düsseldorf in die Altstadt oder so, wie viel Geld gibst du da aus? Oder je nachdem, was du für ein Auto hast, du hast ein Kombi, zahlst 500 Euro im Monat. Was ist, wenn du dir einen neuen Schrank kaufst? Musst du halt dir dann zuschicken lassen, kostet dann vielleicht 30 Euro Speditionskosten. So hättest du das dann halt mit dem Wagen fahren können für die 500 Euro, hast du auch 30 Euro ausgegeben. Also diese, dass ich dann halt etwas spare und kann es dann ersatzlos, wie findest du die Rechnung? Ist doch einfach doof, oder? Weil du hättest doch dann garantiert, also Punkt 1, ich hätte doch garantiert ein Ticket für ein öffentliches Verkehrsmittel. Ich fahre doch garantiert auch mal mit dem ICE weg oder so 200 Kilometer irgendwo hin oder so. Ich fahre doch garantiert dann auch mal ein bisschen weiter einkaufen. Eventuell kann ich nicht zum Supermarkt fahren mit dem Bus und einfach mal günstig einkaufen, 3 Taschen oder so, weil ich einfach keinen Bock habe mit einem.
die ich mehr ausgebe, weil ich nicht dahin fahren kann, wo es gerade im Angebot ist und den Kofferraum vollpacken kann. Oder wie gesagt, ich kaufe mir ein kleines Regal oder sonst was und muss mir das zuschicken lassen, kostet 30 Euro Versandkosten mit der Spedition. Und. Eventuell bist du sogar noch zwei Personen zahlen 500 Euro, dann brauchst du ja sogar noch zwei Monatstickets oder zwei Tickets von Köln nach Berlin, wenn du da mal hinfährst oder sonst was. Also wenn diese 500 Euro im Monat rechnet, da war ja Benzin alles drin. Also hast du ja trotzdem 300 Euro, also kannst du bestimmt 300 Euro oder so Ausgaben oder so, hast du dann halt 200 Euro gespart und nicht 500. Bitte. Lass jetzt mal ein Like da. Habe ich recht oder habe ich Unrecht? Schreib mal bitte. Kann ja sein, dass ich dumm bin und ich habe kein Recht. Aber du kannst ja nicht etwas ersatzlos einfach streichen und sagen, hey. Ne? Oder selbst wenn du ein Fahrrad hast. Also zum Beispiel habe ich ein Fahrrad und ich habe sehr oft, musste ich jedes Jahr Mantel und Schlauch wechseln oder so. Gerade wenn es ein bisschen wärmer ist hier in Südfrankreich oder so. Der Mantel ist irgendwie so, ja, der ist down irgendwie so. Wenn du viel fährst, musst du auch mal. Oder Bremsen reparieren und so weiter. Ne, ein bisschen Öl. Also es ist ja trotzdem eine Ausgabe, umso mehr du Fahrrad fährst oder so. Ne, und wenn es gerade sehr heiß ist oder so, ja, dann ist der Mantel und der Schlauch auch echt irgendwann mal auf. Und lass es alle 2 Jahre sein, hast du auch wieder Ausgaben ein bisschen. Ja. Und ich weiß, wie anstrengend das ist, auch mit dem Bus manchmal zu fahren oder so. In Berlin nicht. Ne? Da geht das noch und so. Da ist ja alle. Aber sobald du ein bisschen mehr auf dem Land wohnst oder so, wo nur zweimal in der Stunde ein Bus fährt und wie oft die da ausfallen und so. Ich kenne das doch alles. Also bitte, quatsch mich doch nicht voll mit so einem Scheiß. Kannst du auch mit deinem Fitnessstudio oder deinem Netflix-Vertrag durchführen. Probiere es selbst aus. Es ist wirklich spannend, welche Summen hier zusammenkommen. Und dann sollst du keine Fitness machen. Deshalb sind das auch so Leuche. Kennst du diese ganzen Fugalisten? Die sehen immer aus wie so ein Lauch. Die sehen auch so blass aus. Wenn das eine Frau ist, hat die meistens dann keine Schminke und so und sieht so kacke aus. Ja. Am besten. Ja, ich wasche meine Haare auch nur noch einmal im Monat, weil ich spare ja dann so viel Geld in 10 Jahren für das Waschmittel. Für Haarshampoo oder so. Aber so sehen die doch manchmal aus. Hört doch mal auf. Was soll das denn? Ich bin ja kein Hater, aber sorry. Aber das mit dem Auto ist ja das, ja, bleibst dann zu Hause, machst dann gar nichts mehr. Ja? Also ich weiß, wenn ich habe ja kein Auto, die 4 Jahre gehabt oder 5 oder so, oder keine Ahnung was. Und ja, dann muss ich halt mit dem TGV fahren oder ich muss fliegen oder so. So würde ich vielleicht von Barcelona nach Nizza fahren oder so. Oder ich zahle dann 70 Euro für einen Flug. Ja, Barcelona, Nizza kostet 70 Euro Flug oft. Mit Koffer kriegst du. Habe ich ja oft genommen. Oder Flixbus. Wobei manchmal ist es so, Flixbus ist, ja, umso kürzer der Termin ist zu der Reise hin, ist es auch sehr teuer. Also bitte. Oder die Deutsche Bahn oder so. Wie oft bin ich schon mit der Deutschen Bahn zum Event gefahren in Deutschland und so. Und ich habe gekotzt. Ich habe einfach nur im großen Strahl gekotzt über die Deutsche Bahn. Beste, aber 2 Beispiele, ne? Wo du dann einfach so denkst, jetzt habe ich echt so 5 Jahre meines Lebens vergeigt. Ich bin vom Niederrhein gefahren und war dann in Köln, Deutz, in den ICE eingestiegen. Die sofort so einen Zettel, der kam pünktlich, der ist pünktlich losgefahren, die so einen Zettel verteilt, für die Verspätung in München. Der Zug war auch total leer. In den Großraumabteil waren 3 Leute drin. Weil die wussten, die müssen irgendwie einen Umweg fahren wegen einer Streckensperre. Das wussten die schon Monate vorher. Die haben mich aber nicht umgebucht oder so, die sind trotzdem gefahren. Natürlich gab es auch keinen gratis Kaffee oder so, weil der 2 Stunden länger unterwegs war. Oder es gab mehr Internet oder so, gab es natürlich auch. Brauchst du bei der Bahn nicht drüber reden. Die wussten das vor 2 Stunden Verspätung und die haben mich nicht informiert oder so. Sonst hätte ich das noch umgebucht, weil ich darauf keinen Bock hatte. Und das wussten die einfach schon Monate vorher. Ich hatte aber 3 Monate vorher gebucht und die wussten das 2 Monate vorher schon. Und nicht eine Nachricht oder so. Dann einmal war ich in München. Fahre ich in München los. Hab noch diese App, da habe ich im Fernsehen irgendwo gesehen, hey, mach jetzt diese App und dann hast du einen Verspätungsalarm in der App und alles Mögliche. Ja, du kriegst einen Verspätungsalarm, aber keinen Alarm bei Zugausfall. Habe ich dann den halben Tag in München noch die Zeit totgeschlagen, weil das nachmittags war dann halt. Und dann stehe ich dort, frage dann jemand, sag, hey, dir ist der Zug gar nicht angeschlagen an der großen Tafel. War der total unfreundlich zu mir, der von der Bahn. Ob ich so doof bin und kann das nicht lesen. Ja, stimmt. Gehen Sie mal zur Information. Aber war erstmal total kacke unfreundlich, so als ob ich den irgendwie belästigen wollte und ausrauben wollte. Unfassbar. Der arbeitet dort.
Du Idiot, du hast voll deinen Job verpeilt. Und dann gehe ich dorthin und so. Und dann, ja, dann steigen sie in den nächsten ein. Und so meine ich, ja, aber da komme ich doch viel später auch an und so. Und ja, das ist doch nicht unsere Schuld. Doch, das ist eure Schuld, wenn ihr dann halt sagt, ihr habt eine App mit Verspätungsalarm und ich warte die ganze Zeit drauf. Und ich habe nichts angezeigt bekommen, dass die, dass der Zug Verspätung hat. Weil da war ja ein Ausfall, hat ja keine Verspätung gehabt, die Logik. Also wie gesagt, dann hast du sogar noch viel Geld ausgegeben. Hast du eine Sitzplatzreservierung gehabt und dann musst du stehen. Experten. Also wir, dann ist doch ein Auto manchmal viel bequemer. Hältst du noch irgendwo und und. Also wir. Ja. In Frankreich ist TGV und so, die sind voll pünktlich. Ich bin von Nizza nach Frankreich mal gefahren und so, keine Ahnung, über eine halbe Stunde früher da. Ich dachte so, hä, warum ist der denn schon da? Doch, halbe Stunde früher angekommen. Nutze für deine wöchentlichen Ausgaben den Latte-Faktor. Der amerikanische Finanzbuchautor David Batch prägte den Begriff Latte-Faktor. Ein Milchkaffee zum Mitnehmen hier, ein Stück Kuchen oder ein belegtes Brötchen vom Bäcker da. Alles zusammen kostet zwar nur 5 Euro, klingt erstmal nach nicht so viel, mit jedem weiteren Tag... Was, 5 Euro? Ich habe eine Radtour gemacht vor 2 Tagen. Da habe ich mir so ein großes Baguette geholt. In Antibes, in der Nähe. Da Cup Dingsbums, da ist so ein kleiner Spar. Habe ich mir ein Baguette geholt und eine Flasche Cola und habe fast 9 Euro bezahlt. Ja und? Ich hatte Hunger. Das Baguette war richtig geil. Das werde ich mir nächstes Mal auch wiederholen. Also bitte. Ne? Also ich gehe jetzt nicht so viel nach Starbucks oder sonst was hin. Aber wenn ich Bock habe auf einen Kaffee, kaufe ich mir einen Kaffee. Und ja, ich bin auch Starbucks-Aktionär. Mark, summiert es sich auf 35 Euro pro Woche oder 150 Euro im Monat. Nach der 752er Regel hättest du nach 10 Jahren 26.350 Euro, also einen schönen Kleinwagen gefrühstückt. Ich meine natürlich gespart. Du merkst schon, kleine Einsparungen machen aufgrund des Latte-Faktors langfristig einen riesen Unterschied für deine Finanzen. Noch ein kleiner Fun-Fact: Manchmal wird der Latte-Effekt mit dem Starbucks-Effekt verwechselt. Dieser betrifft jedoch nur Immobilienbesitzer. Wird also in der Nähe eines Hausbesitzers ein Starbucks-Café eröffnet, das weniger als 400 Meter entfernt ist, steigt der Wert der Immobilie schneller als vergleichbare Immobilien etwas weiter entfernt. Nein. Jetzt zurück zum Thema. Was geil. Noch? Das wusste ich nicht. Aber ob, wenn das genauso Bullshit ist wie diese Rechnung mit dem Auto, wo dann keine Alternativkosten gerechnet, berechnet wurde oder so. Ja, du kannst dann zu Hause bleiben. Hast ein bisschen Geld auf dem Konto. Um weniger Geld auszugeben, rechne deine Ausgaben in Arbeitszeit um. Bevor du dir ein neues Handy oder das 10. Paar Schuhe gönnst, rechne deine Ausgabe in Lebenszeit um. Dazu ermittelst du zuerst anhand deines Nettoeinkommens... Merk dir was, ey, du bist nur am Rechnen. Also, sorry. Aber einfach mal ein bisschen, hey, ich will einfach mehr Geld verdienen und so. Ich steige einfach mein Einkommen um das 5- bis 10-fache. Ja, als Arbeitnehmer geht das nicht, aber hey, ich habe dir einen Link reingepackt in unten. Erster Kommentar zum Webinar. Dort zeige ich dir, wie das vielleicht für dich geht. Deinen Stundenlohn. Damit kannst du nun jede Anschaffung, die du planst, in Lebenszeit umrechnen. Nimm dir die Zeit und denke nach, wie lange du zum Beispiel für ein neues Handy arbeiten musst. Wenn du dann merkst, dass du vielleicht eine ganze Woche oder mehr dafür arbeiten musst, kannst du dir überlegen, ob es dir dieser Preis wert ist oder besser gesagt, deine Lebenszeit. Also alleine, ich glaube, die meisten müssen fast einen Monat arbeiten für ein iPhone 13 oder so. Ne? Wenn die ein gutes haben wollen. Eine Woche, dann hast du aber einen guten Stundenlohn. Ja, also die meisten werden höchstwahrscheinlich so irgendwie so 3 Wochen dafür arbeiten, wenn du einen normalen Job hast. Ich habe das letzte Mal gesehen, was die Deutschen verdienen. Also, wer muss das neueste iPhone sein? Nein, du brauchst das neueste iPhone nicht. Kauf dir das iPhone 13 für 1000 Euro oder 1300 Euro oder so. Wenn du damit 10.000 Euro im Monat verdienst, dann kauf dir das. Ja, das wäre eine gute Rechnung. Das wäre eine gute Faustformel. Okay, weiter. Um deine Ausgaben besser im Blick zu haben, empfehle ich dir, ein Haushaltsbuch zu führen. Hier trägst du geordnet nach verschiedenen... Aber das Buch kostet auch wieder Geld. Uiuiui, aber wenn wir uns das Haushaltsbuch sparen, haben wir auch wieder 1 Million in 10 Jahren. Ach, hört auf damit. Ne? Erhöhe dein Einkommen, spar gut, leb aber auch ein bisschen. Ja, meine Empfehlung. So, mein Name ist Michael Kotzer, ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab, ich bin raus. Ciao.